Das Haus ist ein Ruhepol. Die Gäste können sich komplett auf ihr Kursthema konzentrieren. Gute 30 Jahre inzwischen und gut verwachsen. Toller Arbeitsplatz, wo man etwas, was im Kopf entsteht, vom Anfang bis ganz zum Ende, bis es fertig da ist und mit den Rückmeldungen, mit dem Echo der Teilnehmer. Ja, wo komme ich her? Ich komme eigentlich hier ganz aus der Nähe, aufgewachsen in Sigmaringen, geboren in Tübingen. Und bin hier im Haus jetzt seit im 26. Jahr. Ich komme aus Dietershofen, das ist bei Meßkirch. Das ist wie weit von hier? 13 Kilometer. Wie lange arbeitest du schon? 11 Jahre bin ich jetzt hier. 11 Jahre. Ja. Was ist für dich das Besondere am Kloster? Atmosphäre. Atmosphäre, unsere Gäste. Wir haben sehr liebe Gäste. Zuerst mal sind es die Gäste. Das ist das Interessante hier am Job, weil du mit so vielen tollen Menschen und Persönlichkeiten zusammenkommst. Das kriegst du sonst nirgends. Hier liegen sicher von der Gesamtzahl der Teilnehmer her gesehen, bei der Musik und bei den künstlerischen Kursen. Aber mindestens so wichtig ist uns vom Inhalt her, sind die naturwissenschaftlichen, die naturkundlichen Kurse da. Wissen, wenn man jetzt nur an die Schlagworte Artensterben, Biodiversität denkt, in der Beziehung Wissen rüberzubringen, Informationen an die Menschen zu bringen, aber auch Geschichte, Kunstgeschichte, Kulturkurse. Und jetzt mit unserem neuen Leiter wird es sicher auch ein weiterer Schwerpunkt werden, politische Bildung. Also das Gebäude fasziniert mich eigentlich jeden Tag, wenn ich hier reinkomme. Es ist unheimlich toll, wenn Leben im Haus ist. Es hat aber auch was, wenn du am Wochenende mal reinkommst und keiner da ist. Der Platz vorm Gartenzimmer, wo es zum Nonnenfriedhof geht. Das hat unglaublich Atmosphäre und einfach schön. Gut, der Kreuzgang. Aber letztendlich mein Büro, so chaotisch es hier auch aussieht, es bin halt auch ich inzwischen. Mit allem, was da rumsteht. Ich drück's mal so aus. Einer meiner Lieblingsorte ist der Kräutergarten. Das ist jetzt nicht im Gebäude, aber wenn ich die Anlage nehme, dann ist es definitiv der Kräutergarten. Weil wenn du da reinläufst, gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn alles blüht, oder im Herbst, wenn der so im Spätsommer, wenn er richtig in voller Blüte ist, das hat was. Das ist einfach ein toller Ort. Lieblingsort, auch nicht schwer. Durch das, dass ich ja überall hinkomme.
Wo ich eigentlich selten anzutreffen bin, ist hier. Programmgestaltung, Dozenten suchen, sie für ein Honorar, das wir zahlen können, auch gewinnen, sie begeistern für dieses Haus, sich vorzubereiten und es dann eben auch so rüberzubringen. Das ist mit Sicherheit die Hauptaufgabe. Und dann dieses Puzzlespiel, jedes Jahr da ein Programm zu machen mit mehreren Kursen im Normalfall, die parallel sind. Da muss man ja alles Mögliche unter einen Hut bringen. Die Möglichkeiten, die das Haus bietet, die Kursräume, die Gesamtbettenzahl. Man kann bestimmte Dinge nicht im Winter machen. Und das muss man einfach so ja, jonglieren und einfach eine ideale Zusammensetzung kriegen. Und im allerbesten Fall dann auch noch so, dass die Kurse, die dann parallel in einer Woche sind, ja, sich gegenseitig vielleicht sogar noch irgendwie was geben können oder befruchten können. Das sind dann die Highlights. Das war ein Autoreifen von einem Gast dieses Hauses. Der Gast kam zu mir und sagt, oh, ich habe aus Zufall gemerkt, dass ich einen platten Reifen habe. Ich wollte den Schirm holen und dann war der aber so platt, ich konnte nicht mal mehr vom Parkplatz mit dem platten Reifen zu meiner Garage fahren. Also habe ich dann zuerst mal aufgepumpt und wie ich an der Garage war, war er schon wieder leer, der Reifen. Das Essen ist hervorragend, super. Es ist schwierig, aber also man hat hier einfach nie Hunger, eigentlich. Aber wenn der Gong kommt, dann freut man sich. Ausgezeichnet, sie kochen genau das, was man sich vorstellt für ein Kloster, nämlich gute, bodenständige Hausmannskost, die einfach schmeckt. Über das Essen kann man eigentlich nur sagen, wow. Das Essen ist hervorragend und ausreichend und jeder wird satt. Jeder. Ein bisschen viel, aber sehr lecker. Das Essen ist echt klasse. Und was mir in den letzten Jahren auffällt und was wir dann auch versuchen, ja, einem Bedürfnis nachzukommen, sind handwerkliche Dinge. Wir haben im Moment einen Kurs mit Steinbildhauerei, wo die Leute einfach sich mal eine Woche lang ja, mit den Händen was schaffen und sich darauf einlassen und konzentrieren und nicht bloß über den Bildschirm wischen oder eine Maus bedienen. Und das merken wir ganz stark, dass diese handwerklichen Dinge, sei es die Steinbildhauerei, die Holzbildhauerei, das Buchbinden zum Beispiel, bis zum Stricken, bis zum künstlerischen Stricken, dass das Tun mit den Händen gerade irgendwie eine Renaissance erlebt und nachgefragt wird einfach. Aber ich denke, das ist einfach ein Gegenpol für viele Menschen, die einen ganzen Berufsalltag vor allem vor dem Bildschirm verbringen. Und ich kann mich in dieser Zeit komplett mit dem beschäftigen, was ich gerne möchte, was ich gebucht habe mit dieser Veranstaltung, mit diesem Kurs und werde nicht dauernd von irgendwas anderem abgelenkt, wenn ich das nicht möchte. Also du kannst hier reinkommen und eine Woche lang dich nur mit Fotografie beschäftigen und wenn du das nicht willst, dann brauchst du nicht die Nachrichten hören, du brauchst das Internet nicht anschalten, du brauchst das Handy nicht anschalten. Du kannst im Prinzip eine Woche komplett durchtanken. Die Menschen zusammenbringen hier und Wissen rüberbringen, Horizont erweitern.
Ganz weit. Ganz wichtig.